Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Ergebnisdarstellung der Silagewettbewerbes 2023 in Niedersachsen. Was erwartet Sie mit dieser Präsentation? Zunächst schauen wir natürlich auch erst einmal, wie es im Jahr 2023 witterungsbedingt war. Und anschließend erhalten Sie einen Überblick über die Folgeaufwüchse der Grassilagen des ersten und zweiten Schnittes. Danach betrachten wir den dritten Aufwuchs und die Folgeaufwüchse vierter und fünfter Schnitt, soweit sie eigentlich gemacht werden konnten im Jahr 2023. Und anschließend hören Sie etwas über die Maissilagen und ihre Ergebnisse. Und last not least werden natürlich hier dann auch die Preisträger für den Silagewettbewerb in den Grassilagebereich und in den Maissilagebereich vorgestellt. Zunächst einen Rückblick auf das Jahr 2023, was die Witterung anbelangt. Es war ein sehr kühler Vegetationsbeginn, ein kühles Jahr vom seinen Anfang her gewesen. Das hatte zur Folge Kühle und Nässe, dass der erste Schnitt damit auch verzögert war, dass die Entwicklung für den ersten Schnitt auch verzögert gewesen ist und die Nässe dann auch bedingte, die noch im Mai präsent war, dass es zu einem verspäteten Schnitt gekommen ist, teilweise zu einem verspäteten Schnitt gekommen ist. Das betraf nicht nur das Grünland, sondern auch das Ackergras. Und beim Ackergras hat es dann natürlich auch die Auswirkungen unter anderem auch mitgehabt, dass der Mais später gelegt wurde und auch die Entwicklung des Maises damit in seiner Anfangsentwicklung gehemmt war. Aber nicht nur, weil das Ackergras später geschnitten worden ist, auch für den Mais waren die Witterungsbedingungen im Frühjahr nicht günstig, um ihn frühzeitig zu legen. Die kalten Standorte und die Nässe, die dazu kamen, haben bedingt, dass man auch nicht recht frühzeitig den Mais in den Boden bringen konnte, nicht ausreichend frühzeitig legen konnte. Und anschließend gab es glücklicherweise für den Mais recht gute Bedingungen mit einem weiteren oder der gewissen Phase der Trockenheit, wo die Wärme so präsent war, dass er seine langsame Anfangsentwicklung, die er hatte bei dem Auflaufen, durchaus wieder wettmachen konnte und die Terminierung der Blütezeit nachher auch wieder für ihn recht im normalen Bereich gelegen hat. Als nachher der Reinschluss für den Mais vorhanden war, gab es dann auch wieder die Niederschläge. Das war für ihn recht wieder günstig, weil er dann eigentlich seine Entwicklung gut aufbauen konnte und wir von guten Maisbeständen im Nachgang auch sprechen können. Etwas anders sah es aus für das Grünland. Da komme ich nochmal zurück auf den Blick auf das Jahr 2022. Wir konnten hier also zum Teil auch Vorschäden beobachten, die bis in das Jahr 2023 dann hineingingen. Vorschäden vor dem Hintergrund, dass die Hitze- und Trockenheitsperiode in 2022 relativ viel Lücken- und Fremdbesatz beschaffen haben und wir dann auch im Herbst und Winter des Jahres 2022, 2023 hier und da auch wieder Mäuse entdeckt haben. Also diese Problematik, dass die Schadpopulation an Mäusen auch immer wieder aufploppen kann, scheint immer mal wieder aufzutauchen oder in den letzten Jahren besonders auch immer wieder aufzutauchen. Die Trockenheitsperiode im Mai oder ab Mitte Mai bis weit in den Juni hinein war für den Mais, wie ich das schon gesagt hatte, relativ günstig. Für den Grasaufwuchs des zweiten Schnittes, je nachdem, wann der erste Schnitt gemäht werden konnte, hat sich das allerdings dann auch schon wieder negativ ausgewirkt, weil einige Betriebe, die einen späten ersten Schnitt hatten, konnten aufgrund dieser Trockenheit keine ausreichende Menge des zweiten Aufwuchses damit erzielen. Damit war eigentlich relativ positiv zu sehen, dass es anschließend eine Niederschlagsphase gab, die einen
die Folgeaufwüchse zu relativ viel Masse gebracht haben. Also an Menge an Grassilagen in 2023 fehlte es nicht. Die Schwierigkeit war aber hier, den rechten Zeitpunkt der Ernte zu finden. Wann konnte man auf die Fläche fahren? Wann waren die Anwegbedingungen gegeben? Das war hier also die große Frage, die sich in der zweiten Vegetationshälfte für die Grassilagen mit ergeben hat. Ich komme in der nächsten Folie noch mal auf einen Rückblick der Teilnehmerzahlen zu sprechen. Ich habe als erstes die Teilnehmerzahl von 2023 für die Grassilage hier aufgefügt und in der Klammer auch noch einmal den Blick auf das Vorjahr gegeben. Da sehen Sie, dass es eigentlich so die gleiche Teilnehmerzahl für die beiden Jahre betraf. 194 Grassilagen waren das, die in dem Jahr 2023 für die Bewertung des Silagewettbewerbes hier Einzug gehalten haben. Für die Maisilagen waren es etwas weniger, aber genau die gleiche Anzahl wie im Vorjahr mit 103 Maisilagen, die hier in die Bewertung hereingekommen sind. Ich spiele Ihnen aber auch gleichzeitig noch einmal die Abbildung mit der Reihe von 2011, den Rückblick bis 2023, wie denn die Entwicklung der Teilnehmerzahlen sich gestaltet hat. Und da kann man feststellen, dass wir einen abnehmenden Trend haben. Glücklicherweise in diesen beiden letzten Jahren geht es nicht noch weiter abwärts von der Teilnehmerzahl her. Es ist stabil geblieben. Dieser Abwärtstrend im Vorjahr, hatte ich das im Webseminar auch erfragt gehabt, hat zum Teil seine Ursachen, dass die Schwerpunkte in den Betrieben in den letzten Jahren auch ganz anders geartet waren. Und natürlich auch Betriebsaufgaben sind eine Folge, dass diese abnehmende Zahl hier mit zu Buche schlägt. Die nächste Folie zeigt Ihnen noch einmal den Überblick, wie die Bewertung der Grassilagen aussieht. Für den Futterwert kommt hier oder spielen hier verschiedene Kenngrößen mit herein. Das ist einmal der Trockenmassegehalt, nutzbares Rohprotein, Rohfaser, Rohasche, Verdaulichkeit und der Energiegehalt. Und was man hieraus erkennen kann, dass sehr, sehr engmaschiges Netz für die einzelnen Noten gegeben werden und man nur dann die höchste Punktzahl erreicht, wenn man überdurchschnittlich gute Qualitäten erreicht. Ich nehme noch einmal das Beispiel der Energie heraus. Normalerweise wünschen wir uns für den ersten Aufwuchs einen Energiegehalt, der ab 6,4 Megajoule aufwärts geht. Dann wäre es schon eine sehr gute oder ja sehr gute Grassilage des ersten Aufwuchses. Die höchste Punktzahl beim Silagewettbewerb gibt es aber erst dann, wenn der Energiegehalt bei 6,7 liegt. Einfach vor dem Hintergrund ist dieses Bewertung so streng hier gezogen worden, dass man wirklich nicht nur die sehr guten Silagen herauswählt, die dann Sieger sind, sondern es schon eine außerordentlich gute Silage ist. Und sie sollte nicht nur vom Futterwert her sich auszeichnen, sondern ebenfalls von der Gärqualität. Und da spielen die Parameter herein: Essigsäuregehalt, Buttersäuregehalt und der pH-Wert. Und als buttersäurefrei gilt eine Grassilage, wenn sie den Buttersäuregehalt unter 0,3 erreicht hat. Und die höchste Punktzahl gibt es aber eben erst dann, wenn sie bei 0,2% Buttersäure und darunter liegt. Also auch hier ist eine strenge weitere Untersetzung in den einzelnen Parametern getroffen worden. Die höchste Punktzahl beim Essigsäuregehalt gibt es dann, wenn zumindest ein gewisser Essigsäuregehalt auftritt oder vorhanden ist in der Silage, weil wir uns Essigsäure wünschen, um die Silage aerob stabil zu halten. Das heißt, dass sie auch während der Verfütterungsphase möglichst keine Nacherwärmungs- und Verpilzungserscheinungen hat. Das steckt also bei dieser Bewertung hier auch mit dahinter. Eine Zusammenfassung für die Punktzahlen der Grassilage gibt hier auch noch einmal diese Folie. Zunächst diese 6 Bewertungen für den Futterwert, dann kommt man bei der Futterwertzahl auf eine Punktzahl von 100, wenn man jeweils die höchsten und die Maximumpunkte hier erreicht.
Und das Gleiche gilt auch noch einmal für die Gärqualität. Wenn man jeweils die maximale Punktzahl erreicht, kann man auch bei der Gärqualität insgesamt 100 Punkte erzielen, sodass sich eine Grassilage für den Silagewettbewerb dann als absolut beste Silage auszeichnet, wenn sie 200 Punkte erreicht. Ne? Also das ist die Maximalpunktzahl, die hier für den Grassilage-Wettbewerb erreicht werden kann. Maximalpunktzahl für die Maissilagen ist ebenfalls auf diesem Niveau von 200 Punkten anzusiedeln. Wir kommen nachher aber auch noch einmal darauf zu sprechen. Ich stelle Ihnen in der nächsten Folge die Ergebnisse der Grassilagen vor und fange als nächstes mit den Frühjahrsaufwüchsen an. Das heißt, hier habe ich ja bei dem Grassilage-Wettbewerb immer den ersten und zweiten Schnitt zusammengefasst. Sie sehen erst einmal aufgeführt die einzelnen Kenndaten für den Futterwert und dann einfach auch noch einmal für die Gärqualität, insgesamt mit der DLG-Punktzahl der Gärqualität und zum Schluss auch noch mal die Silage-Wettbewerbspunktzahl. Die erste Säule zeigt Ihnen hier, wie die Punkte vergeben werden, wenn die Kriterien im besten Bereich sind, also der anzustrebende Bereich. Und hier ist dann aufgeführt der Mittelwert der Daten von dem Silage-Wettbewerb im Vergleich zu den LUFA-Daten. Allerdings sind hier nur der erste Schnitt aufgeführt, weil die LUFA nicht den ersten und zweiten Schnitt als Mittelwert zusammenfasst, sondern hier habe ich die Ergebnisse genommen für den ersten Schnitt im Vergleich. Für den Trockenwassergehalt sieht das alles erst auch einmal im grünen Bereich aus. Da gibt es auch keine Unterschiede zu den LUFA-Werten. Beim Rohfasergehalt wünschen wir ja uns Grassilagen in einem Rohfasergehalt zwischen 22 bis etwa 24,5%, wenn der optimale Schnittzeitpunkt getroffen werden konnte. Und was die beiden Mittelwerte hier ausweist, 25,6 für den Silage-Wettbewerb oder 26,5 für den ersten Aufwuchs bei den LUFA-Daten, da sehen Sie schon, dass ein recht hohes Niveau dort vorliegt oder zumindest ein erhöhtes Niveau mit vorliegt. Das wirkt sich natürlich dann auf die Fraktionen ADF und ANDF auch mit aus, die dann im höheren Bereich sind oder die oberen Grenzen des Zielbereiches auch mit haben. Und das lässt darauf mit auch schließen, dass die Verdaulichkeit dann etwas eingeschränkter ist und der Futterwert auch damit herunter leidet. Das sieht man dann hier auch mit ausgewiesen, die Gasbildung, der Gasbildungswert oder die Verdaulichkeit, die hier mit aufgeführt ist, sollte ja möglichst bei den Grassilagen des ersten Aufwuchses bei 55 Milliliter je 200 Milligramm liegen. 50 sind es beim Silage-Wettbewerb, 49 bei den LUFA-Daten des ersten Schnittes. Also das fällt hier ebenfalls auch schon unterdurchschnittlich aus. Ebenfalls auch der Energiegehalt für den ersten und zweiten Schnitt des Silage-Wettbewerbs liegt bei 6,3 Megajoule. Der erste Schnitt bei den LUFA-Daten allerdings nur bei 6,1 Megajoule. Das ist also ein sehr, sehr unterdurchschnittliches Ergebnis und zeigt auch die Situation, die wir witterungsbedingt gehabt hatten, dass wir durch die Niederschläge in den ersten oder in dem Frühjahrszeitraum da nicht ausreichend gut zum optimalen Schnittzeitpunkt ernten konnten. Was die Gärqualität anbelangt, hier muss man immer sagen, dass es eben auch nur ein Auszug von den Praxisdaten ist. Einmal ist es bei den LUFA-Daten, dass auch nur ein Teil, meistens zwischen 8 bis 10%, werden hier auch auf die Gärqualität mit ausgewiesen. Und beim Silage-Wettbewerb kommt man ja eigentlich nur auf diese Punktzahl, wenn auch die Gärqualität mit untersucht wird. Da sieht es im Durchschnitt bei den Silage-Wettbewerbsdaten recht gut aus. Unter 0,3 streben wir ja an oder eigentlich um die beste Punktzahl zu erreichen, sogar unter 0,2% Buttersäure. Das ist sozusagen hier auch mit erreicht. Und mit dem Mittelwert von 0,3 bei den LUFA-Daten des ersten Aufwuchses ist sozusagen die obere Grenze auch erreicht zu Fehlgärungsprozessen. Und vor dem Hintergrund wäre es wünschenswert, dass ein höherer Anteil auch an Grassilagen auf die Gärqualität mit untersucht wird, weil man dann eben auch weiß, wie sich diese Silage
füttern kann und wie sie auch in diesem Bild Gärqualität mit ausfällt. Gab es da Verluste? In welchem Ausmaß könnte man auch die Verluste mit einschätzen? Und wie lange haltbar kann man auch diese Silage, die da erzeugt worden ist, bewerten? Das würde man ja auch alles mit diesen Kenngrößen der Gärqualität ausweisen können. Die DEG-Punktzahl ist eine Zusammenfassung der Gärqualität. Das sieht durchaus erst einmal gar nicht so sehr unterschiedlich aus zwischen diesen beiden Daten, Silagewettbewerb und Lufer erster Schnitt. Zeigt im Durchschnitt, dass diejenigen, die die Gärqualität haben untersuchen lassen, recht gute und noch akzeptable Gärqualitäten erzielt haben. Ich nehme jetzt mal dieses Ausblendung heraus und gebe allen diejenigen, die im Anschluss auf der Homepage auch noch einmal einen Rückblick auf die weiteren zurückliegenden Jahre halten wollen, damit die Freigabe auch hier noch einmal zu schauen, wie war es denn in den Vorjahren. Das Jahr 2019 habe ich hier einmal hervorgehoben, weil im Jahr 2019 im Durchschnitt unserer Grassilagen des ersten und zweiten Aufwuchses ein Energiegehalt von 6,5 Megajoule NEL erzielt worden ist. Hier haben wir also sehr, sehr gute Gärqualitäten in diesem Jahr erzeugen können. Und das hing damit zusammen, dass wir nach dem Jahr in 2018 ja nicht ausreichend Mengen produziert haben und man die Not hatte, dass in 2019 ja auch schon wieder Futter gebraucht worden ist und sehr, sehr frühzeitig hier auch geschnitten worden ist. Sowohl für den ersten Aufwuchs als auch nachher für den zweiten Aufwuchs. Und das wirkt sich hier letztendlich auch mit dieser guten Benotung der Daten auch aus, ob es den Futterwert und auch die Gärqualität mit anbelangt. Also man kann also auch da den Rückschluss ziehen, auch für die Zukunft und im Hinblick auf den Klimawandel. Wenn es irgendwie möglich ist, einen frühen ersten Aufwuchs oder einen frühen Schnitt zu erzielen, dann hat man auch vielleicht den Vorteil, dass man nicht in eine Trockenheitsphase kommt, wenn der zweite Aufwuchs heranwächst und man eine größere Sicherheit hat, dass schon mal der erste und der zweite Aufwuchs unter guten Bedingungen und günstigenfalls auch unter einem guten Ertrag sicher dann im Silo schon einmal ruhen können. Der Mittelwert der Daten, die ich aber gerade gezeigt habe, zeigt nicht alles. Und deswegen möchte ich hier auch noch einmal einen Blick geben auf die Klassifizierungen für bestimmte Kenngrößen. Und ich fange an mit dem Trockenmassegehalt der Grassilagen und begebe mich einmal nur auf die Grassilagen des ersten Schnittes, weil wir ja ungünstige Witterungsbedingungen im Mai hatten, nicht rechtzeitig ernten konnten. Und da sehen Sie, der Trockenmassegehalt von Grassilagen mit einem TS-Gehalt unter 30% lag in 2023 bei 28% der Grassilagen, die es getroffen hat. In dem allgemeinen Durchschnitt ist dieser nasse Anteil oder Silagen, die recht feucht geborgen werden, eher im niedrigeren Niveau. Wir hatten allerdings in 2021 vergleichbare Bedingungen gehabt oder auch im Jahr 2014, 2017 war auch mal so ein nasses Jahr gewesen. Und da wirkt sich das natürlich auf den Anteil von Grassilagen, die mit einem TS-Gehalt unter 30% geborgen werden, natürlich auch mit aus. Allerdings muss man sagen, so schlecht ist das Ergebnis hier mit 28% nasser Silagen gar nicht, weil letztendlich konnten im guten TS-Bereich 55% der Silagen geborgen werden. Und das heißt also, dass die meisten ja auch bei diesen ungünstigen Witterungsbedingungen gewartet haben mit der Ernte und eher auf die besseren Weltbedingungen gesetzt haben, dann eher später geschnitten haben und wir deswegen auch einen recht ordentlichen Anteil, insgesamt 55% im TS-Gehalt zwischen 30 bis 40% erzielt haben.
40 bis 45% an CS ist ja auch noch relativ akzeptabel, wenn man das gut zerkleinert und gut verdichtet bekommt. Das waren letztendlich 14%. Und der Anteil von zu hoch angewelkten Silagen, der war in 2023 mal relativ gering ausgefallen. Also diese ungünstigen Witterungsbedingungen waren letztendlich für diese zu hoch angewelkten Grassilagen gar nicht so sehr schlecht gewesen. Also sie haben recht entschieden und letztendlich den entsprechenden Anwählgrad hier auch erst einmal erreicht. Dass das natürlich auch Auswirkungen hatte, zu entscheiden, wir warten zum Teil, weil die Flächen vielleicht nicht befahrbar waren oder weil sie gesagt haben, wir möchten doch lieber gute Grassilage Gärqualitäten erzielen als nasse Silage, was nachher nicht im ordentlichen Zustand ist und haben lieber eine bessere Gärqualität als zu, also Futter, was nachher nicht von den Tieren angenommen wird durch Fehlgärungsprozesse. Das wirkt sich natürlich auch auf den Rohfasergehalt aus, die Entscheidung später zu schneiden. Und der Anteil von Grassilagen mit einem Rohfasergehalt über 25% lag in 23 für die Grassilagen des ersten Aufwuchses letztendlich bei 63%. Das ist natürlich dann auch eine Folge, die witterungsbedingt auch mit zu erklären ist. Und auch blicken wir noch einfach mal auf die weiteren Jahre, wo wir auch solche ungünstigen Bedingungen gehabt haben. 2021 beispielsweise hat es uns genauso getroffen gehabt oder 2013 hatten wir auch so ein Ergebnis erzielt. Mit diesem Futter muss man dann eben nur umgehen. Wer gute Maissilagen im Silo hat, kann mit den Mengenanteilen der Maissilage natürlich jetzt auch entgegensteuern, hat ein gewisses Strukturfutter mit den Silagen des ersten Aufwuchses oder kann vielleicht mit dem dritten Schnitt mit besseren Silagen der Folgeaufwüchse hier auch entsprechend in der Futterration dieses Futter der Grassilagen des ersten Schnittes ausgleichen. Der Blick zum Rohproteingehalt, hier ist dargestellt unter 13%, das wären die roten Balken. Unter 13% wäre eigentlich nicht anzustreben und der ist glücklicherweise auch gering. Akzeptabel ist es dann schon, wenn wir Rohproteingehalte zwischen 13 bis 15% haben. Das ist also so der hellgrüne Balken. Besser wäre es noch, um auch den Zukauf von Proteinfutter zu minimieren, wenn wir bei unseren Grassilagen eher so bei den Rohproteingehalten zwischen 15 bis 17% liegen. Die bekommen wir am besten in diesen höheren Anteilen auch gesichert, wenn ein gewisser Kleeanteil auch vorhanden ist. Weißklee wird aber zum ersten Aufwuchs, gerade bei kalten Bedingungen, die wir im letzten Jahr auch gehabt hatten, im Frühjahr 2023, sich nicht so schnell entwickeln können. Und vor dem Hintergrund kann man aber auch sagen, dass diese gesamten Rohproteingehalte von 13 bis 15%, 15 bis 17% oder sogar noch darüber hinaus durchaus auf einem guten Niveau hier liegen und dieses Kriterium doch besser ausfällt, als es man vielleicht vorab hat erwarten können. Wie sah das nun bei dem Energiegehalt aus? Auch hier sieht man natürlich die Auswirkung des späten Schnittes und beim Rohfasergehalt lässt man das ja auch schon erwarten. Der Anteil mit Grassilagen mit einem Energiegehalt unter 6,0 ist hiermit aufgeführt. Dann geht es weiter zwischen 6,0 und 6,1, 6,2 bis 6,3. Das sind die gesamten roten Ein- oder Balken, die hier aufgeführt und aufeinander gesattelt sind. Und da sehen Sie schon, dass das relativ hoch ausfällt. Also fast 60% der Grassilagen für den ersten Aufwuchs, die mit zu geringen Energiegehalten hier zu Buche schlagen. Und da muss man natürlich auch, wie vorhin schon erwähnt, in der Futteration entsprechend ausgleichen und einen Blick darauf haben. Bei den Buttersäuregehalten für den ersten und zweiten Aufwuchs, buttersäurefrei, gelten Silagen mit einem Buttersäureniveau unter 0,3%. Diejenigen, die hier das haben untersuchen lassen, mit 88 oder 87%, sieht das recht gut aus.
Und da kann man einfach nur sagen, das ist ein positives Ergebnis, das hier im Rahmen des Silagewettbewerbs auch erzielt worden ist, weil doch ein sehr geringer Anteil eher einen, ja, mit Fehlgärungsprozessen hier aufgeführt wurde oder, sagen wir, gemessen wurde. Ich fasse das Ergebnis der Grassilagen des ersten Aufwuchses zusammen. Durch den späten Schnitt kam es letztendlich zu erhöhten Rohfasergehalten. Das hatte dann auch die Auswirkung, dass der Energiegehalt damit beeinträchtigt war. Von der Gärqualität muss man sagen, dass die Grassilagen, die hier untersucht worden sind, in einem guten Bereich liegen. Es sind aber mit Blick auf alle Lufa-Daten, die man immer wieder dann auch sieht, zu wenige Landwirte, die sich dazu entscheiden, auch die Gärqualität mit untersuchen zu lassen. Und damit fehlt einfach auch die Information, die ausreichende Information, wie gehe ich mit dem Futter um, wenn es in Fehlvergoren ist, wie lange ist es haltbar, wie schätze ich meine Verluste im Silo damit ein. Also ich kann einfach nur empfehlen, auch das immer mit im Blickfeld zu haben, um Ihr Futter so effizient wie möglich eben auch mit zu verfolgen, mit einsetzen zu können in ihre Ration. Anschließend jetzt der Blick auf die Folgeaufwüchse, also den Sommer- und den Herbstaufwuchs, die Grassilagen des dritten, vierten und fünften Schnittes. Hier waren es leider nur 26 Befunde, die uns zur Auswertung hier zur Verfügung stehen. Das ist natürlich eine sehr geringe Möglichkeit, da optimale Aussagen zu treffen. Der Mittelwert, der hier dargestellt worden ist von den Silagen des Silagewettbewerbes von 2023, unterscheidet sich kaum von den Praxissilagen, also von den Lufa-Befunden. Man kann wiederum feststellen, dass ein höherer oder der Mittelwert für den Rohfasergehalt doch auf einem relativ höheren Niveau liegt. Das hat auch wiederum die Folge, dass wir in ja, die zweite Vegetationsperiode doch sehr feucht gewesen ist und damit eben auch nicht immer zum optimalen Schnittzeitpunkt geerntet werden konnte. Das hat auch wiederum seine Folgen und seinen Niederschlag auf die ADF-Fraktion oder die NDF-Fraktion und damit natürlich auch auf die Verdaulichkeit des Futters und auch auf die Energiekonzentration. Mit Blick auf den Proteingehalt kann man aber sagen, auch hier sieht es, ähnlich wie das schon bei den Frühjahrsgrassilagen gesagt worden ist, doch ganz akzeptabel aus, was in den Grassilagen von mit Sicht auf den Proteingehalt geborgen werden konnte. Allerdings das nutzbare Protein, was ja im Zusammenhang auch mit dem Energiegehalt steht, wir wünschen uns für die Grassilagen ja eher ein Niveau von 145%. Und da sehen Sie, dass wir hier deutlich auch darunter liegen und das Futter dennoch in dem Bereich auch mit guten Ergänzungsfuttermitteln aufgewertet werden muss in der Futterration. Ich nehme noch einmal jetzt den Balken hier heraus und gebe Ihnen den Blick frei für die Silage-Wettbewerbsergebnisse, angefangen vom Silage-Wettbewerb 2018 bis zum Silage-Wettbewerb 2022. Und auch da habe ich nochmal den Blick, wann haben wir denn die höchsten Energiegehalte hier erzielt. Das war zum Teil auch schon im Vorjahr gewesen mit einer Energiekonzentration für die Folgeaufwüchse mit 6,3, aber auch in dem Jahr 2018. 2018 nehme ich jetzt hier mal als ein Beispiel heraus, weil es ja das trockene Jahr war, wo wir relativ geringe Menge nur erzeugt haben, gerade für diese Sommer- und Herbstaufwüchse aufgrund der Trockenheit. Das hat uns aber das Ergebnis gebracht, dass wir hier relativ hohe Rohproteingehalte in diesen Aufwüchsen zu verzeichnen haben. Also es konnte durchaus der Stickstoff noch aufgenommen werden. Es
kam aber zu keinem Verdünnungseffekt, weil die Menge nicht erzeugt werden konnte. Und letztendlich hat es die Auswirkung gehabt, den Effekt gehabt, dass diese Grassilagen aber doch einen erhöhten oder relativ hohen Proteingehalt hier aufwiesen. So viel zu den Grassilagen des dritten, vierten und fünften Schnittes. Das Ergebnis kann man nochmal zusammenfassen. Es waren also in 2023 relativ durchschnittliche Ergebnisse von ihrem Futterwert her für die Folgeaufwüchse in 2023. Die Streuung bei den Grassilagen, auch wenn es nur 26 Befunde waren, waren relativ hoch. Und natürlich muss man hier auch auf die regionalen Unterschiedlichkeiten auch hinweisen, die es gegeben hat, weil die Feuchtigkeit und die vielen Niederschläge, die gefallen sind, auch die Auswirkungen in den einzelnen Regionen auch mit bewirkt haben, dass die Qualitäten sehr, sehr unterschiedlich von Region zu Region waren. Im Rahmen des Silagewettbewerbes kann man sagen, die Silagen, die erzeugt worden sind, sind im Allgemeinen von einer guten Gärqualität. Allerdings muss man sich eben immer noch fragen, wie sieht es in der Praxis im Allgemeinen aus, weil hier nicht ausreichend Analysen vorliegen, die einen allgemeinen Blick darauf geben und man damit auch die Aussagen einschränken muss. Der nächste Blick für meine Präsentation geht nun zu den Maissilagen. Auch hier habe ich hier die Tabelle so aufbereitet, wie Sie das bislang bei den Grassilagen kennen. Zunächst der Zielbereich für die einzelnen Kenngrößen, die hier aufgeführt sind. Und dann noch einmal die Mittelwerte für den Silagewettbewerb der Maissilagen in dem Jahr 2023 im Vergleich zu 2022 oder auch den Lufa-Befunden in dem Jahr 2023. CS-Gehalte relativ hoch mit 36%, aber akzeptabel. Wir haben es im Jahr 2023 mit sehr guten Stärkegehalten zu tun, deutlich besser als es im Vorjahr 2022 war. Das nutzbare Protein ist auf gutem Niveau gewesen. Es wurden auch bei dem Rohfasergehalten auch die Orientierungswertebereich mit erzielt. Also auch da liegt alles eben im grünen Bereich. Ein gutes Niveau ebenfalls bei der Verdaulichkeit, ausgedrückt hier in der enzymlöslichen organischen Substanz. Und ebenfalls natürlich auch bei der Energiekonzentration. Das ist zu erwarten, wenn man solche guten und hohen Stärkegehalte auch hat, wie sie hier zu verzeichnen sind. Mit 6,8 Megajoule NEL fällt das Ergebnis durchaus sehr gut aus. Was man allerdings immer wieder sagen kann, dass auffällig ist, auch für einen Mittelwert mit 5,4 Logarithmus koloniebildende Einheiten je Gramm Frischmasse an Hefekeimzahl. Das sind letztendlich über 100.000 Keime je Gramm Frischmasse. Und der Zielwert sollte eigentlich durchaus unter 10.000 Keimen liegen. Im Durchschnitt, diejenigen, die das hier beim Silagewettbewerb mit untersuchen lassen und den hygienischen Status damit auch beschreiben, fällt immer wieder auf, dass der Hefebesatz schon von Anfang an auf einem hohen Niveau ist. Aus der Futterwertsicht kann man aber sagen, dass die Maissilagen ein gutes Ergebnis in 2023 erzielt haben. Hier nochmal vergleichende Betrachtung dazu zu den Vorjahresergebnissen des Silagewettbewerbs. 2017 habe ich hier auch nochmal mit hervorgehoben, farblich mit hervorgehoben, weil 2017 auch ein nasses Jahr war und damit die Bedingungen, dass der Mais letztendlich nicht unter Trockenheit gelitten hat, sich in der zweiten Vegetationsperiode sehr gut entwickeln konnte. Wärme war da gewesen und Feuchtigkeit war da gewesen. Und so gab es eigentlich, wenn man vergleichende Betrachtung betreibt,
zwischen beiden Jahren 2017 und 2023 waren die Ergebnisse sehr gut zu betiteln und zu schreiben. Der Jahresrückblick hier auch nochmal auf eine andere Art und Weise, die grafische Art und Weise dargestellt. Die blauen Säulen zeigen Ihnen von 2013 bis 2023 den Trockenmassegehalt, den wir ja in einem Bereich zwischen 33 bis etwa 36% uns wünschen. Das ist hier in 2023 im Mittelwert auch so erreicht, also die obere Spitze damit auch erreicht worden. Wir können eine relativ geringe Streuung für die Daten des Silagewettbewerbs beim Energiegehalt verzeichnen, die im Allgemeinen dort auf einem hohen Niveau liegen. Und was man allerdings sagen muss, mit Blick auf den Stärkegehalt, hier gibt es doch immer mal wieder Streuungen, die witterungsbedingt dann auch mit zu Buche schlagen. Und letztendlich hatten wir für die Mais-Silagen in 2023 nach den anfänglichen ungünstigen Bedingungen, die mit der Saat und mit dem ersten Auflaufen und mit der ersten Entwicklung gegeben waren, durch zu nasse Bedingungen und nachher auch durch zu trockene Bedingungen in der ersten Entwicklung, das konnte wieder wettgemacht werden und das sieht man hier auch an den Ergebnissen wieder gespiegelt. Schauen wir uns aber noch einmal die rote Linie an, die ausweist, was den Hefebesatz anbelangt. Wir möchten hier ja eigentlich eher so in diesem Bereich liegen, unter 100.000 Keime. Besser wäre es eigentlich noch unter 10.000 Keime. Und da liegen wir über die Jahre, die wir hier die Untersuchungen vorliegen haben, immer drüber weg. Und wir müssen uns irgendwie Gedanken machen, dass wir bessere und geringere Besatzstärken hier aufweisen können. Dass das gelingen kann, werde ich Ihnen aber auch gleichzeitig ein paar Folien später mit den Gewinnern und den Preisträgern des Mais-Silage-Wettbewerbs nachweisen können. Ich fasse hier die Folie zusammen zur Gärqualität der Mais-Silagen des Jahres 2023. Es gab also schwierige Startbedingungen im Frühjahr, aber letztendlich kann eine gute Gesamtentwicklung für die Maisbestände verzeichnet werden. Das zeichnet sich dadurch aus, dass zum Beispiel 50% der Silage im Silagewettbewerb einen Stärkegehalt über 33% hatten, über 50% dieser Silagen mit guten Stärkegehalten. Über 56% der Mais-Silagen hatten einen Energiegehalt ab 6,7 Megajoule NEL und auch mehr. Und letztendlich, das was ich vorhin schon zu dem Hefebesatz gesagt habe, waren es aber 54% der Silagen mit einem Hefegehalt über diesem kritischen Orientierungswert der 100.000 Keime je Gramm Frischmasse. Daran muss also weiterhin gearbeitet werden, dass wir dort einen besseren hygienischen Status erzielen. Der nächste Teil meiner Präsentation zeigt Ihnen jetzt die Ergebnisse der Preisträger und ich fange an mit den Ergebnissen des Gras-Silage-Wettbewerbs in 2023. Der erste Platz für die Gras-Silagen in der Kategorie erster und zweite Schnitt hat Herr Luhmann erreicht. In Mechtersen ist er zu Hause, also im Landkreis Lüneburg. Er erzielte letztendlich von den maximalen 200 Punkten, die beim Silage-Wettbewerb erreicht werden können, 185 Punkte, die er erzielt hat. Und wenn man genauer noch einmal drauf schaut, er hat also sehr, sehr früh geschnitten. Ein Rohfasergehalt von 22,7% Rohfaser lag damit im optimalen Erntezeitfenster. Und das bewirkt natürlich auch, dass in der Verdaulichkeit der Zielwert erreicht ist mit 55 Milliliter, hier 200 Milligramm. Auch ebenfalls der Energiegehalt mit 6,8 Megajoule auf einem hohen Niveau liegt.
Und ebenfalls auch das nutzbare Rohprotein, den Wertebereich erreicht, den wir uns mit den Grassilagen und den höchsten Punktzahlen für den Silagewettbewerb hier auch vorstellen können. Natürlich kann man solche hohen Punktzahlen nur erreichen, wenn auch die Gärqualität in Ordnung ist. Ich habe mir von den jeweiligen Preisträgern auch immer noch mal einen Fragebogen nachsenden lassen und ausführen lassen, um ein bisschen etwas zu dem Management zu erfahren. Das zeige ich Ihnen jetzt hier auch gleich noch einmal. Und hier muss man und kann ich erwähnen, dass mir Herr Luhmann mitgeteilt hat, natürlich, dass die Grundmaßnahmen der Grünlandpflege hier auch erzielt worden sind, dass nachgesät wurde, gestriegelt wurde, gewalzt wurde. Das ist das, was man im Allgemeinen normalerweise je nach den Bedingungen der Fläche auch handhabt. Zusätzlich hat er aber mir noch mitgeteilt gehabt, dass er viel Wert darauf legt, dass einmal auch, dass immer eine Erhaltungskalkung mit erfolgt im regelmäßigen Abstand und damit natürlich auch, dass nicht nur die Leguminosen gefördert werden, dass sie sich im Bestand mithalten können, sondern auch die erwünschten Gräser gut mit Schritt halten können und sich dort gut mit etablieren können. Bedarfsgerechte Düngung hat er ebenfalls noch mit betont und natürlich auch ein Blick auf die Entwässerung, auf eine entsprechende Graben- und Gruppenpflege. Seine Silage hat er am 13.05. gemäht und der Siloverschluss erfolgte also am Folgetag. Das heißt, es ist letztendlich auch eine 24-Stunden-Silage, die er erzeugt hat. Mit dem Futter, was hier in der Untersuchung eingeschickt worden war, handelt es sich um 45 Hektar Altnarben und 25 Hektar Neuansaben, die in der Probe sozusagen da auch den Mittelwert mit darstellen. Und bei den Neuansaaten kann man eigentlich auch damit rechnen, dass ein hoher Anteil des deutschen Weidegrases damit zur Verfügung steht, was durchaus den Futterwert und auch die Gärqualität positiv beeinflusst. Die Silage, die hier die 185 Punkte erzielt hat, wurde gehäckselt. Und zwar mit einer theoretischen Häcksellänge von 2,5 cm. Es wurde also darauf Wert gelegt, dass sie gut zerkleinert war, sich gut verdichten lässt. Das kann man sich ja ebenfalls auch mit den zwei Waldschleppern mit einem Gewicht von 12,5 oder 11,5 Tonnen, ist ein gutes Gesamtgewicht auf dem Silo vorhanden gewesen. Wert hat er auch darauf gelegt, dass eine dünne Schichtdicke dort gewalzt wird, also dass man auch das Verdichtungsniveau auch gut einhält. Und ergänzt hat er seine Silierarbeit durch einen Siliermittelzusatz, homo- und heterofermentative Art. Und das hat Ihnen sicherlich auch bei der Gärqualität hier die 100 Punkte, die hohe Punktzahl auch verschafft. Mit 2,20 Meter des Futtervorschubes muss man sagen, da hat er einen sehr hohen Futtervorschub und da ist eigentlich auch zu erwarten, dass es durchaus auch eine stabile Silage sein sollte, die er hier erzeugt hat. Also dazu, Herr Luhmann, herzlichen Glückwunsch zu diesem guten, außerordentlichen guten Futterwert. 185 Punkte wurden für den ersten Platz vergeben, 180 Punkte und das ist nur ein kleiner Nuance an Unterschied erzielte die Silage, die den zweiten Platz hat, die Herr Gosen hier produzierte. Er ist in Hammer zu Hause, das heißt im Landkreis Stade. Und auch hier kann man genauso wie das eigentlich bei der Vorgängersilage mit beschrieben worden ist, darauf hinweisen, es wurde und konnte frühzeitig geerntet werden. Das hat natürlich dann ebenfalls wiederum zur Folge, dass man hohe Energiekonzentration, gute Verdaulichkeitswerte und auch einen akzeptablen oder einen sehr hohen Rohproteingehalt und einen hohen nutzbaren Anteil des Rohproteins hier aufweisen konnte. Auch hier nochmal ein kurzer Blick zum Management, Grünlandpflegemaßnahmen. Er hat im Herbst noch einmal nachgesät mit 15 bis 20 Kilogramm.
die er hier noch einmal zur Nachsaat verwendet hat, legt Wert auf gute Grünlandpflegemaßnahmen, setzt dafür den Striegel ein und zugleich hat er auch hier wieder das Silomanagement mit einer 24-Stunden-Silage. Am 7. Mai ist hier geerntet worden, am 8. Mai ist Siloverschluss erfolgt. Auch hier handelt es sich um jeweils einen gewissen Anteil von Altnarben und Neuansaaten, die in der Probe hier mit hereingeflossen sind. Die Silage wurde sowohl gehäckselt und ein Anteil oder ein gewisser Flächenanteil auch mit dem Ladewagen eingefahren. So lagen also auch die Schnittlängen zwischen 1 cm bis in etwa 3,5 cm theoretischer Art bei dem Kurzschnitt-Ladewagen. Der Waldschlepper, den er dafür genutzt hat, um eine gute Verdichtungsarbeit zu betreiben, hat ein Gewicht von 18 Tonnen und die Schichtdicke hat er beschrieben um die 20 Zentimeter. Hier muss ich ebenfalls auch nochmal betonen, das ist bei vielen Betrieben, die hier geehrt worden sind, auch aufgefallen, dass sie Wert darauf legen, auch die Menge, die auf das Silo kommt, so auseinander teilen zu können und so ausbreiten zu können, dass man das auch mit einem guten Waldschleppergewicht ausreichend gut verdichtet bekommt. Herr Gosen hat ebenfalls Siliermittel eingesetzt. Das waren wiederum biologische Produkte, eine Kombination aus homo- und heterofermentativen Milchsäurebakterien. Und hier habe ich betont, auch noch einmal hervorgehoben, dass er mir angegeben hat, dass er einen Futtervorschub von 4,50 Meter hat. Das ist schon exorbitant hoch. Was heißt exorbitant hoch? Das ist sehr ein guter Wert, weil man dann auch nicht Gefahr läuft, dass die Silage während der Verfütterungsphase anaerob instabil wird. Also auch einen herzlichen Glückwunsch für Herr Gosen für diesen Platz, den er hier erzielt hat. Die Drittplatzierten habe ich hier zusammengefasst. Es sind letztendlich 5 Sieger, die den dritten Platz erreicht haben mit 175 Punkten. Damit wird auch noch einmal klar, dass von dem Erstplatzierten mit 185 Punkten, der Zweitplatzierte mit 180 Punkten und die Drittplatzierten mit 175 Punkten, also das Siegerfeld hier sehr, sehr eng zusammenlag und alles letztendlich sehr gute Gärqualitäten sind. Zum Management als Zusammenfassung: Man hat einen hohen Wert auf kurze Feldliegezeiten gelegt, auf eine gute Verdichtungsarbeit, auf eine dünne Futtermatte, die dann verdichtet wird und auch ebenfalls auf einen hohen Auflagedruck. Auch hier alle Drittplatzierten haben ein Siliermittel eingesetzt und wenn man auch die Fragebogen im Rückblick nochmal betrachtet, wurde immer zweischichtig auch abgedeckt, Unterziehfolie, Siloplane, Siloschutznetz, also auch alles dafür getan, dass eine gute Abdeckung erfolgte und damit auch ein schneller Gärprozess eingeleitet wurde. Zu der Kategorie der dritten, vierten und fünften Schnitte und derjenige, der hier geehrt wird, mit dem als erster Platz, hat beim dritten Schnitt 160 Punkte erzielt. Es handelt sich um Herrn Focko Specker aus dem Murmerland, ist er zu Hause, also aus dem Landkreis Leer, der mit seinem dritten Aufwuchs das optimale Erntezeitfenster mit dem Rohwassergehalt von 24,2% gut erreichen konnte und mit einer Grassilage für einen dritten Schnitt mit 6,5 Megaschuh NEL ebenfalls hier eine sehr gute Qualität erzeugt hat. Das verdeutlicht sich gleichzeitig in dem Proteingehalt, ob man Proteinniveau oder das nutzbare Protein betrachtet. Beides liegt auf einem sehr guten Level. Ebenfalls aber auch noch einmal die Verdaulichkeit dieses Futters unter der Berücksichtigung, dass es sich hier um einen dritten Aufwuchs handelt.
Auch hier ist an der Gärqualität nicht zu bemängeln. Ein Blick zum Management bei Herrn Speckern. Der dritte Aufwuchs wurde am 20.07. gemäht. Der Silovorschluss war auch ebenfalls am 21.07., also auch hier wiederum eine 24-Stunden-Silage, die gehäckselt worden ist, mit einer theoretischen Schnittlänge, die zwischen 2 bis 4 Zentimetern lag. Diese Silage ist ebenfalls mit einer guten Verdichtungsarbeit, Waldschlepper, den er eingesetzt hat, lag bei 10 Tonnen, die schichtige wiederum bei 20 Zentimetern. Und auch hier wurde ein homo- und heterofermentatives Produkt verwendet, um diese gute Qualität, Gärqualität hier zu erreichen. Die Zweitplatzierten, die hier jeweils beim vierten Schnitt, beim dritten Schnitt oder beim dritten Schnitt den zweiten Platz erreicht haben, gibt es drei Platzierungen, einmal erreicht von Herrn Hermann Rösing, von Herrn Morisse oder Carsten Wist, die aus unterschiedlichen Regionen kommen, aus dem Landkreis, aus Emsland, aus Bremen oder aus dem Landkreis Stade zu Hause sind und die bei ihren Folgeaufwüchsen 135 Punkte erzielen konnten. Was zeichnet diese Futterqualitäten aus? Erst einmal, dass sie nicht zu hoch angewägt worden sind, dass es ein optimaler Schnittzeitpunkt ist, den sie erreichen konnten, trotz dieser zum Teil widrigen Bedingungen, die wir in der zweiten Vegetationsperiode hatten. Dass hohe Rohproteingehalte und sehr akzeptable Energiegehalte erzeugt worden ist, inklusive einer sehr guten Gärqualität. Den dritten Platz mit 130 Punkten erzielte Herr Thomsen. Er ist in Schortens, also im Landkreis Friesland, zu Hause. Und Herr Thomsen erreichte mit seiner Silage 130 Punkte. Auch hier wurde mir mitgeteilt, dass im Frühjahr geschleppt wurde, gestriegelt wurde, auch nachgesät wurde mit der Fredo-Schlitzdrille. Er auch Wert darauf gelegt hat, dass bei jeder Beweidung eine Nachmahd mit Abfuhr erfolgt, dass also auch eine Bereinigung der Grasfläche immer sein Blickfeld oder sein Augenmerk auch mit hat, damit auch sauberes Futter nachher bei der nächsten Grassilagegewinnung geerntet werden kann. Am 21.08. ist diese Silage gemäht worden, am 23.08. wurde dann letztendlich die Silage abgedeckt. Und auch hier handelt es sich um eine gehäckselte Silage, die zum Teil aber auch ein gewisser Anteil seiner Flächen mit Ladewagen geborgen worden sind, sodass es eine Streubreite in der Schnittlänge zwischen 1,3 cm bei dem Häcksler bis 4,5 cm bei dem Ladewagen gab. Auch hier muss man sagen, wurde mit einer geringen Schichtdicke gearbeitet, die verdichtet worden ist. Der Drittplatzierte hat in 2023 kein Silierzusatz eingesetzt, konnte aber dennoch eine gute Gärqualität erzeugen, hat aber auch bei seinem dritten Aufwuchs einen guten Anwegrat erreicht, was sicherlich auch mit von Vorteil war, dass er diese gute Gärqualität damit erzielen konnte. Last not least, die Gewinner des Mais-Silage-Wettbewerbs. Den ersten Platz mit fast der maximalen Punktzahl, die überhaupt möglich ist, mit 195 Punkten, erreichte Herr Kleihauer, der in Fahre zu Hause ist und einen Stärkegehalt von seiner Mais-Silage mit 37% erzielen konnte, mit 76% der Verdaulichkeit eine sehr gutes Produkt erzeugt hat und ebenfalls mit dem Energiegehalt von 7,0 Megajoule NEL liegt seine Mais-Silage auf einem sehr, sehr guten Niveau. Am Anfang, als ich die Mais-Silage in ihrer Qualität als allgemeinen Überblick vorgestellt hatte, hatte ich immer wieder darauf hingewiesen, dass uns der Hefebesatz
Sorge macht im Durchschnittswert. Bei Herrn Kleihauer fällt es durchaus anders aus, das Ergebnis. Hat sicherlich auch damit etwas zu tun, dass er Wert darauf legt, dass ordentlich verdichtet wird. Hier zum Beispiel mit drei Waldschleppern eine sehr, sehr gut kurz gehäckselt wird. Dass neben den drei Waldschleppern auch die Kantenwalze noch mit eingesetzt wird, um auch eine gute Verdichtungsarbeit an den Siloseiten zu erreichen. Das Gesamtgewicht, mit dem verdichtet wurde, beschrieb er zwischen 30 bis 33 Tonnen. Das ist ein sehr gutes Ergebnis, was damit sicherlich auch eine erste Basis ist, um einen geringen Hefebesatz zu bewirken. Zusätzlich hat er aber als Ganzbehandlung ebenfalls auch ein Milchsäurebakterienprodukt verwendet, homo- und heterofermentativer Art. Und hier sehe ich eigentlich auch eine Erklärung darin, dass er es geschafft hat, auch einen hygienischen Status zu bewirken, der im absoluten grünen Bereich Herr Hergen-Dirks ist der Zweitplatzierte bei den Preisträgern der Maissilagen, ebenfalls mit einer sehr, sehr hohen Punktzahl, mit 190 Punkten. Und das Ergebnis unterscheidet sich auch gar nicht so stark von dem, was gerade von Herrn Kleihauer auch schon vorgestellt worden ist. Also hohe Maisstärkegehalte, Energiegehalt ist auf hohem Niveau. Verdaulichkeit ist auf einem hohen Niveau und ebenfalls ist auch der Hefebesatz akzeptiert oder auf einem geringen Level. Und auch hier muss man sagen, ist ein Siliermittel zugesetzt worden und das zeichnet sicherlich auch das Ergebnis dieses hygienischen Statuses mit aus. Weiteres kann man im Nachgang in aller Ruhe auch noch einmal zum Management erfassen für diejenigen, die auf der Homepage sich hier auch das noch einmal genauer betrachten. Die Drittplatzierten, 185 Punkte, muss man ebenfalls sagen, ist ein absolut gutes Ergebnis. Und es gibt auch drei Preisträger, die diese hohe Punktzahl erreicht haben mit 185 Punkten. Das ist Herr Klemann, GBR in Wittmund zu Hause, Herr Steffen Geils ebenfalls in Wittmund zu Hause oder Heiko Döscher, der in Grasberg im Landkreis Osterholz-Scharmbeck seinen Betrieb hat. Und dafür einen herzlichen Glückwunsch. Und auch die Viertplatzierten haben mit 180 Punkten ebenfalls noch ein gutes Ergebnis erzielt und sollen damit aber auch ein kleines hiermit geehrt werden und in Rotenkirchen, wo die Siegerehrung stattfindet, ebenfalls auch mit erwähnt werden. Bei den Preisträgern kann man zusammenfassen, sie haben hier aufgewartet mit einer hohen Punktzahl und es ist insgesamt für alle Preisträger eine sehr, sehr geringe Unterschiedlichkeit von den gesamten Futterwerten. Also es liegen nur Nuancen an Unterschieden zwischen 195 bis 180 Punkten darin. Also dafür meinen herzlichen Glückwunsch. Es fällt auf, dass ein guter hygienischer Status erreicht worden ist und alle Preisträger haben Siliermittel eingesetzt. Zeigt für mich, dass es durchaus eine Lösungsoption gibt, um auf den hygienischen Status auch gezielt hinzuwirken. Bei dem Fragebogen kam auch heraus, dass man ein hohes Augenmerk auf die Verdichtungsarbeit und ebenfalls auf einen guten Luftabschluss legt. Allerdings einen Hinweis muss ich an dieser Stelle auch noch geben, wenn man sich den Fragebogen genauer betrachtet hat, dass der Futtervorschub für die Maissilagen im Allgemeinen zwischen 1 Meter bis 1,50 Meter lag. Das ist relativ die Unterkante von dem, was wir für den Winterfütterungszeitraum anstreben. Eigentlich möchten wir hier Werte haben, die bei 2,50 Meter als unteres Niveau liegen und möglichst eher über 2,50 Meter. Ich hoffe, dass diese gute Gärqualitäten, die hier bei allen Preisträgern erzielt worden sind, letztlich auch bis zum Futtertrog kommen und keine Nacherwärmungsprozesse auftreten. Die Siegerehrung für alle diese Preisträger
findet am 8. Februar in Rotenkirchen zu Beginn des Grünlandtages statt. Und da gibt es nicht nur die Urkunde, die hier als ein Beispiel mit aufgeführt worden ist, sondern auch ein ganzes Set an verschiedenen Gutscheinpreisen. Und an dieser Stelle möchte ich natürlich auch den Sponsoren ein ganz herzliches Dankeschön aussprechen, die immer wieder mit guten Gutscheinen hier aufwarten, mit denen ich die Urkundenmappen dann auch bestücken kann und was ganz sicher auch so einen Silagewettbewerb lohnenswert macht. Also an Sie alle ein großes Dankeschön, dass Sie über die Jahre hinweg uns mit Ihren Preisen und mit Ihren Gutscheinen hier stärken. Bevor ich zum Schluss komme, vielleicht noch eine kleine Vorankündigung an einen Blick auf den Sommer des Jahres 2024, auf einen Grünlandfeldtag, den wir planen, auf einer Grünlandfläche, wo wir Versuche durchgeführt haben in Bremen. Wir werden dazu im Verlauf des Frühjahres noch weiter berichten. Da werden Sie verschiedene Stationen dort mit wahrnehmen können, die Ihnen Hinweise geben zur Grünlanderneuerung, vielleicht auch unter dem Verzicht von mechanischen Maßnahmen oder dem Verzicht auf Glyphosat. Es wird auch etwas zu den botanischen Erklärungen geben, bis hin zu den Kennarten und etwas Technik ausgestellt werden. Hier werden wir Sie also im Frühjahr noch weiter informieren und wenn Sie mögen, können Sie diesen Termin auch schon einmal vormerken. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Sie können einen Bericht in Land und Forst über den Silagewettbewerb gern noch nachlesen und natürlich auch die Präsentation im Einzelnen in aller Ruhe auch noch einmal auf unserer Homepage gleichfalls finden. Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Jahr und hoffe, dass wir uns alle zum Grünlandtag erstmal wiedersehen und dann vielleicht auch zum Feldtag. Vielen Dank und bis demnächst zu einer nächsten Vortragsveranstaltung. Auf Wiederhören!